Oh, ist das eklig. Gibst du mir hilfreiche Tipps, Ich wenigstens? gebe dir hilfreiche Tipps, aber ich weiß nicht, warum das passiert ist. Kannst du dir nicht sagen. Magnussen ist auf Platz 1. Hamilton ist gerade auf Platz 5. Warte, ich guck mal, was für Reifen die Ja. haben. Manche haben auch noch gar nicht gestoppt. Was? Ja. Hamilton fährt auch auf Gelb, also der macht auch eine Zweierbox-Strategie. Ja, sag ich doch. Du bist auf Platz 12 und alle Meinst du bis. 11? Jetzt meine ich Platz 11. Und Klasse Manöver, bei die dir sieht das so meisten vor einfach aus. dir waren noch nicht an der Box. Das heißt, die meisten, wahrscheinlich so zwei. Nee. Max Verstappen, der auf Platz 1 ist, der war schon an der Box. 1, 2, 3. Vier Leute vor dir waren an der Box und du bist Platz 11. Also die meisten vor dir müssen auch nochmal an die Box und du musst ja auch nochmal an die Box. Also alle vor dir müssen Ich noch an muss die nicht mehr an Box. die Box. Ah, stimmt. Ja gut, alle vor dir müssen nochmal an die Box. So. Manche waren noch nicht, aber ich denke mal, die fahren dann auch nur eine Einbox-Strategie, die noch nicht fahren. Wie viel Abstand habe ich denn? Nach ganz vorne hast du 16 Sekunden. Ja, das geht eigentlich ganz fit, ne? Das heißt, die alle müssen nochmal in die Box, du nicht. Also, wenn du die Geschwindigkeit beibehältst, bist du Platz 1. Ja, und dann muss ich die ausbremsen, weil die überholen mich wahrscheinlich mit ihren krassen Reifen Oder einfach Zeit rausfahren, weil du gut bist. dann. Ja, aber das ist schwierig. Und weil du nicht gut bist. Ja. Hau dir auch mal zu, das wäre mal eine Option. Meinst du? Auch vielleicht. Ja, ein paar Bilder nochmal machen. Erst pro Runde eine So Sekunde ein schneller als geiles dein Hintermann. Überholmanöver, Alter. Richtig Ja. hübsche Bilder. Und richtig hübsche Überholmanöver. Meine waren krass. Also das Rennen hat eigentlich echt Spaß gemacht. Du bist gefahren wie ein Irrer. So, als ich dich noch im Bild hatte, Das war ja nicht lang. bist du gefahren wie so ein Verrückter einfach. So, als hättest du das Lenkrad an einer Hand, würdest immer an den Anschlag lenken, wenn du irgendwo hinfährst. Musste ich auch, um den auszuweichen, immer, weil die vor mir so irre gefahren sind. Nee, aber wirklich, als ich rausgeflogen bin, bin ich ganz normal gefahren und ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist, dass ich bei an dieser Stelle vor allem seit war nicht auf dem Randstein, ich war mitten auf der Strecke, bin eigentlich auch nicht zu viel aufs Gas gegeben. Das Einzige, was halt wirklich sein kann, dass ich zu viel auf dem Gas war plötzlich beim Anfahren wieder. Dass meine Reifen halt durchgedreht sind. Das Es war halt wirklich in Arschloch. der letzten, letzte Linkskurve. Da, in der du jetzt gerade bist. Ja, ich Nee, weiß. doch, ja, Doch, 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 hier genau warst da du. ist das, ja. Da sieht man meine Teile. Genau da. Ich denke, ich war zu früh auf dem Gas, aber ich hab's eigentlich. Also, es hat sich nicht so angefühlt, aber das ist das Einzige, was ich sagen konnte. Weil ich mitten auf der Strecke Vergiss war, nicht also dein da war kein Randstein, Reifenmanagement. nichts. Vielleicht hat einer Öl oder so verloren, so. Ja. Mit Absicht so rausgelassen. Ja, genau. Wie bei Mario Kart, so. Wahrscheinlich. Fahr mal ein bisschen schneller, damit das Rennen schneller vorbei ist. Junge, der fährt voll auf dem Randstein, der Typ, dieser Albon da. Warum passiert bei dem nichts? Ich habe so Angst jetzt wieder, ne? Wenn hier so Leute vor mir sind, ist das Da auf ganz den normalen gefährlich. Randsteinen darfst du nur die komplett weiß sind, die sind böse. Ja, da war er drauf, gerade. Ja, ich habe Ich da auch check schon das welche nicht. gesehen, dass die da drauf waren, aber Die das ist hacken eigentlich einfach. unfair. Und das keine Hack Energie ist zum sind. Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Energie ist zum Ausgeben da. Ich gebe die jetzt gleich auf der Start-Ziel wieder aus. Oh, jetzt fahren welche an die Box. Finde ich auch ganz angenehm.
Als ob ich den nicht krieg. Was ist das denn für ein krasser Typ? Heftige Überholmanöver bei Mike. Jo. Was passiert? Die Kamera hat gewechselt, deswegen habe ich nicht gesehen, was passiert ist. Was passiert? Nix. Ich bin ein bisschen zu arg am Gas gewesen und dann war ich halt kurz auf dem Gras. Also, es geht wieder weiter, aber ich habe halt Zeit verloren. Du hast jetzt nur noch 17 Sekunden zum Führenden, also du verlierst, hast eine Sekunde. Naja, klar, durch das jetzt hier. Es war nur jetzt gerade eben. That was a problem, you know. Ja, wie krass. Ja, okay, Max Verstappen. Oh, ich habe einen Fehler erzählt. Ach nee. Ich habe einen Fehler gemacht. Sebastian Vettel ist auf Platz 4, geht nicht mehr an die Box. Max Verstappen ist auf Platz 1 und geht auch nicht mehr an die Box. Ach Mann. Ja, dann ist vorbei. Aber der Rest vor dir, die gehen nochmal an die Box. Und jetzt gerade Platz 2, Magnussen ist gerade zum ersten Mal in der Box. Den wirst du überholen. Da ist noch einer an die Box gefahren, glaube ich Albon, genau, ja. Der ist jetzt auch in der Box. Das heißt, du wirst jetzt Platz 5 gleich sein. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,2 Sekunden. 5. Jetzt sind nur noch die Guten vor mir. Bottas geht nochmal an die Box und Hamilton geht auch nochmal an die Box. Also Hamilton darf nicht gewinnen, wird auch nicht gewinnen, weil außer Max Verstappen fliegt raus. Wenn du auch noch, also ich sag mal, wenn du mindestens Platz 2 schaffen würdest, oder Sebastian Vettel geht ja auch nicht mehr an die Box. Also Max Verstappen Platz 1, Sebastian Vettel Platz 2, du Platz 3, dann Hamilton, dann Bottas. So geht's, glaube ich, aus. Vielleicht schaffst du noch Vettel. Vielleicht, aber Podium schaffst du. Ich sag, du wirst Platz 3. Wenn die Strecke dich nicht auch noch killt. Ja. So wie mich. Das kann auch passieren. Ich hab Cola neben mir stehen, aber ich esse jetzt einfach Cola und trinke sie nicht. Wow. So dreist. Ich mir ist so warm wieder jetzt. Mach doch deine Klimaanlage an. Gleich safe nochmal duschen gehen. Aber mein Handtuch, das habe ich hier. Oh. Fett. Wann gehen die schätzungsweise? Runde 20 war bei mir angesagt. Also das heißt ungefähr jetzt. Okay. Good to know. Dann wärst du auch Platz 3. Weil Valtteri ist ja direkt vor dir, mehr oder weniger. Hamilton ist 6 Sekunden vor dir. Wie jetzt einfach ist in meiner Aufnahme. Vettel ist ja auch schon fast direkt vor dir, also Vettel kann es eigentlich auch noch bekommen, also Platz 2 ist möglich. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Naja, aber da müsste ich so lange mega konzentriert fahren, mich kann ja jetzt schon nicht mehr, mein Kopf raucht. Ja, konzentriere dich aber nicht. Okay, Bottas fährt. Hamilton fährt auch. Was? Haben die schon wieder zu zweit? Ja, ich guck mal, ob wer warten muss. Sind die behindert? Die haben doch so, die haben sowas geraucht, ne? Ja. Ja, Bottas muss wieder warten. So 3 Sekunden oder so muss er ungefähr warten. Also die werden dir, wenn du nicht an die Box musst, was machen die? Okay, Kamera ist gerade ausgegangen, aber ich kann sie jetzt schlecht neu starten, Leute. Wie gut sind deine Reifen? Weiß ich nicht. 25 der schlimmste, 13 der beste. Alter, okay. Dann musst du nicht an die Box, aber... Naja, sag das nicht. Doch, sag ich. Na komm, Vettel. Zumindest nicht mit den Reifen. Halbe Sekunde bist du ran an Vettel.
merk's. Es wird schon kritisch gerade. Ich hasse das, so nah an denen zu fahren, weil du kannst denen halt nicht vertrauen. Der geht irgendwann so in die Eisen, voll random. Lol, jetzt hat's gerade geleckt. Fucking warm. Berührt das aber nichts mit dem Überholen? Ja, ich greife ja noch nicht an. Aber du hattest doch DRS oder nicht? Ja. Oh. Trotzdem greife ich noch nicht überholen. An. Ich will ja auch nicht, Alter. Ja, weil du da so rechts raus. Ja, weil er gebremst hat plötzlich. Digga. Practice. Ich sag ja, ich habe eigentlich Angst, so nah an dem zu fahren, aber... Hamilton ist Platz 5. Bin gerade noch nicht im Attack-Mode. Bottas ist Platz 11. Und ich bin Platz 20. Echt? Oh, scheiße. Ist ja gut. Irgendwie leckt's gerade ab und zu. Ja, es ist nicht schlimm, jetzt einen kleinen Sicherheitsabstand zu haben. Und außerdem komme ich ja eh gleich wieder ran. Ja, bis dann. Ruhe, noch in unter einer Sekunde. Es leckt immer wieder, was ist das? Digga, was ein Scheiß. Schon wieder. Wartungsarbeiten? Ja, die haben es gebracht, glaube ich. Okay, fahren wir mal ein bisschen auf Überholen, aber ich komme, glaube ich, nicht ran, oder? Ja. Und jetzt? Nee. Oi. Doch. Doch. Es ist. Du drängst ihn von der Strecke. Ich seh's. Alter, diese Kamera haltet viel zu früh um. Nach der Kurve, man sieht dich immer 2-3 Sekunden nicht. Wie weit ist Verstappen jetzt weg? 10,5 Sekunden. Der hat aber auch über Runder vor sich, oder? Ja. Ich sehe keine. Irgendwas auf der Karte gesehen. Vielleicht habe ich auch auf den falschen geguckt, aber. Ich sehe die Karte leider nicht, aber. Ja, ja. Ja, irgendwann schon, die ist, glaube ich, ein paar Kurven noch vor ihm. Ah, du holst auf. Ja, ich fahre jetzt gerade voll im Modus. Fett und Hot Lap oder überholen oder was ich da anhab, keine Ahnung. Ich glaube, du hast ja auch noch die schnellste Runde, ne? Ja. Den Punkt würde ich mir eigentlich auch gern mitnehmen. Weiß nicht, ob das jetzt klappt. Ja, klappt. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Fuck. Wieder ein bisschen verbremst. Das Ding ist, der Aff ist halt immer noch hinter mir. Spaß. Ja, 2,5 Sekunden. So weit weg. Ja, oder? Bottas hat gerade Charles Leclerc überholt und ist jetzt auf Platz 9. Wo ist Gasly? Ben. Was? 7. 7. Boah, ey, das ist so anstrengend, so zu fahren wie gerade eben. Also gerade fahre ich natürlich gut, das ist mir bewusst, aber das ist so anstrengend. So, mal wieder auf Standard stellen. Um ein bisschen Benzin wieder reinzuholen. Und ERS runter. Beobachte jetzt mal, wie sich der Abstand verhält zu Vettel. Vettel.
Weil jetzt fahre ich ja nicht mehr im ERS und sowas. Ist er jetzt am Überrunder dran? Glaub schon, ne? Ja, ist er. Schau mal ihm ein bisschen zu, ob er ihn aufhält, ob er ihn aufhalten kann. Weil es ist nur der eine Überrunder, soweit ich das auf der Karte sehe. Dann ist wieder voll Platz. Ja. Ist laut Intervallabstand auch so. Okay. 26 Sekunden Abstand ist sehr danach. Schön. Also wird in diesem Rennen wahrscheinlich nur diesen einen überholen. Kriegt er ihn? Jetzt hat er ihn überholt. Fuck. Holy moly, ist das anstrengend. Fuck, ey. Wenn man ein ganzes Rennen so fährt, wie ich jetzt gerade, das ist ja echt krank. Könnte ich nicht. Oder wie ich. Also ich fahre echt, also wenn ich das jetzt so mache gerade eben, das mache ich selten. Also ich fahre echt öfter mal entspannter als jetzt gerade. Ich fahre gerade so angespannt und so konzentriert. Ich hoffe nur, dass es was bringt. Also Vettel 7 Sekunden ist in Ordnung. 5 Sekunden hast du nach vorne. 5 nach vorne. 8 Runden noch. Ist mir schon. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Jedenfalls viel schneller als er. Diesen Trottel hier vor mir. Givonazzi oder dieser Kacke, ey. Wer will denn sowas? Bisschen vorsichtig sein jetzt wieder hier mit diesem Idioten. Der kriegt wahrscheinlich gleich eine Strafe, weil er dauerhaft blaue Flagge hat. Sehr schön, danke. Er hat mich nicht groß aufgehalten, das finde ich gut. Da vorne ist Verstappen. Ich bleibe noch ein bisschen distanziert. Ein, zwei Runden. Und dann gebe ich Attack. Holy moly. Hat Hamilton wieder aufgeholt? Hamilton ist auf Platz 4. Okay, ja. Weiß nicht, ob er noch Platz 3 schafft. Hoffen wir es mal nicht. Wobei ich Vettel eigentlich, ich glaube, der ist auch vor mir in der Rangliste, oder? Weiß nicht, vor dir sind ziemlich viele. Aber ne, Vettel ist glaube ich hinter dir. Arschloch. Oh, es ist anstrengend. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber es ist so.
Ja, ich gebe ihm jetzt ein bisschen Attack von hinten. Ich komme ja jetzt schon nah ran, aber... 3 Sekunden hast du jetzt Abstand. 2 oder 3? 2. Okay, allmählich nutzen sich deine Reifen ab. Momentan solltest du noch keine Probleme haben, aber der Grip wird langsam nachlassen. Ich gebe jetzt noch ein bisschen ERS drauf. Gib ihm noch ein bisschen Power. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Bitte nur keinen Unfall, bitte nicht. Einfach schön weiterfahren. Okay, Verstappen. Grüß dich Gott. Bin hinter dir. Deine Kühe hat es ausgeschieden. Lol. Es hat wieder geleckt, geil. Meinst du, ich kriege ein Startziel schon? Ja, man bin nicht da. Hm? Wann, wenn ich da? Du bist eine halbe Sekunde weit entfernt. Näher kannst du nicht ran. Boah. Aus dem Windschatten mit der S überholen. Ja, so leicht. Ich bin nur ein Red Bull. Der ist einfach gerade nicht so schnell. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Ja, das ist der erste Platz für dich. Außer ich fahre jetzt irgendwo gegen. Nee. Ja, ich muss ja auch mal wieder was machen. Ich war jetzt letztes Mal in Deutschland Zweiter, was mir ja schon gefallen hat. Aber Erster war ich echt lange nicht mehr. Du hast doch davor auch schon die ganze Zeit gute Punkte geholt, oder nicht? Naja, so mega gut waren die, glaube ich, nicht. Was hast du in Großbritannien gemacht? Nix. Nix? Österreich nix, Großbritannien nix. Ich weiß nicht, ob davor nicht noch sogar ein Rennen war, wo ich nix hatte. Frankreich hast du was geholt. Frankreich habe ich was geholt. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Waren da noch für tolle Rennen? Weiß ich nicht. Vielleicht Großbritannien. Weiß ich schon gar nicht mehr alles. Hier fliegt wieder ein Haus. Was? Ja, von meinem Nachbarn. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Können wir das irgendwie vorspulen oder so? Das ist gerade noch mega spannend. Bei wem? Für mich. So viel Abstand habe ich jetzt auch nicht zu ihm. Aber du fährst ja schneller als er. Ja, aber ein Fehler. Ich würde auch gern vorspulen, dass ich keinen Fehler mehr mache. Jetzt nach rechts lenken. Randstein. Oh! Ja, der kam schon mal ziemlich nah vorhin. Aber zum Bei Glück, mir auch, so nah, dass ich mich gedreht habe. Zum Glück habe ich ihn noch nicht erwischt. Oh, ich fahre jetzt wieder ein bisschen lockerer, wie ich sonst immer fahre. Weil diese harte Linie kann ich jetzt nicht mehr durchziehen. Sonst baue ich echt noch einen Crash. Auch ein bisschen auf Standard, kein ERS und so. Wenn du das geschafft hast, hätte ich das. Weil, nee, du wärst vor mir gewesen, aber. Naja, du musstest halt noch einmal in die Box, aber du wärst auch ja, irgendwo vor mir gewesen. Ja, ich war auch schneller. Nee, du warst nicht schneller. Ich war so gut. Oder bin so. Oder so hätte ich wahrscheinlich nicht rausgefahren, aber. Dritter oder so wäre ich vielleicht. Dritter, Zweiter. Was? Hätte ich bestimmt mit der Taktik geschafft.
schön weit außen fahren hier, brauchen wir nichts mehr riskieren. Bottas leider auch auf Platz 5 schon. Also hier ist das ERS viel besser. Man kann es gut eine Runde fahren. Und das lädt sich auch in guter Runde wieder auf. Ja, das stimmt. Also das ist in Ordnung. Ende. Five up. Ganz steil. Kann man nicht über Alexa auch anrufen? Wenn mir das jetzt gerade so einfällt. Ja. Ich habe das noch nie probiert. Wenn du jetzt auch eine hast, müssen wir mal ausprobieren irgendwann. Das ist bestimmt krass. Mann, wieso haben wir denn eigentlich noch Runden? Was ist das denn? Ah ja. Er hat mir gerade gesagt, du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Ey, cool. Junge, bei mir bricht alles auseinander. Der mit seinem Bagger ist, glaube ich, gerade in mein Haus reingefahren. Jo, Alter, ich höre das richtig. Digga! Wirklich dein Haus ab. Das ist so fucking laut. Wenn sogar du das hörst, ja, ja. Das ist ja so laut. Oh, scheiße. Was war das denn? Musst du aufpassen, dass ich gleich dein Haus nicht einstürzt. Ja, gleich sitze ich auf der Straße. Ich falle erstmal zwei Stockwerke runter. Digga, der ist so irre, ist der doch. Ich frag mich, was der macht. Der war im Garten. Was kann man so lautes im Garten mit dem Bagger anstellen? Vielleicht baut er einen Bunker oder so. Grab. Grab. Oh. Ich fahr grad so langsam und scheiße, aber das will ich auch so. Wie viele Runde? Das ist jetzt die letzte. Also wenn ich jetzt über Startziel fahre. Die jetzt noch. Ja, dann jetzt nochmal austesten, wie rutschig der Randstein wirklich ist. Nee. Wieso nicht? So ein bisschen antesten nur. Wieso nicht? Guck mal hier, 6 Sekunden, nicht mal. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Guck, er sagt mir gerade, du hast etwas Zeit verloren zum Auto hinter dir. Das macht nichts. Ich weiß, dass es nichts macht, aber. Für den Randschein schon. Nee, man. Nur leicht rüberfahren, ohne Gas geben. Digga, lass mich in Ruhe. Extra weit abstand. Ganz weit weg. Ach ja. Schee. Da will er auch mal einen Sieg haben. Ja, ich will es echt auch mal. 26 Punkten. Gleich. Es tut uns leid. Das Spiel ist abgestürzt. Das wäre richtig geil. Ich glaube, ich würde mit dem Bagger kommen und mein Haus selbst abreißen. So.
Nicer Scheiß. Ungarn, das erste Rennen seit wie vielen, ich weiß es nicht, dass ich als erster beendet habe. Nice, nice. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass das so gut klappt, weil als ich gehört habe, dass die nicht alle an die Box gehen, dachte ich, wird schwierig, aber ja. Da war es ja so einfach. Nee, einfach war es nicht, Leute, ich bin echt fertig jetzt. Jetzt geht's erstmal eine Runde unter die Dusche. Und ja, schauen wir mal. Wir gucken aber nochmal kurz auf die Punkte. Nur noch Platz 1, Lewis Hamilton auf Platz 2, aber ganz dicht dran, nur 9 Punkte von mir entfernt. Du hast es sogar bis auf Platz 4 geschafft. Nice. Und naja, bis Platz 3 ist da noch ein bisschen Abstand. Ja. Aber dann, wenn du das geschafft hast, also einmal noch gewinnen irgendwie so und dann auch ran und dann bist du auch schon bei mir. Konstrukteur haben wir uns jetzt auch noch also gehalten. Das hat ordentlich also, was gemacht, dass du jetzt in Deutschland Zweiter geworden bist und dann hier jetzt Erster und ich gar keine Punkte. Also das hat wirklich echt. Okay, dann würde ich mich jetzt verabschieden, auch ohne Kamera. Sorry dafür, aber wie gesagt, ist ja auch nicht so schlimm. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Jan vorbei und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.